Die Aktienmärkte zwischenzeitlich heute mit einer imposanten Rallye, aber ein Bereich hat nicht wirklich mitgespielt und das ist das große Problem und das ist das Thema, um das es jetzt eigentlich geht, nämlich die Schulden. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Ich hatte heute Morgen im Videoausblick Kraft meiner fast unendlichen Weisheit Ihnen eine Statistik zeigen können. Die Amerikaner sind ja Meister in der Statistik und diese Statistik lautete, wenn an einem Montag die Wall Street mehr als 5% fällt, dann ist am Folgetag der Folgetag fast immer sehr, sehr deutlich positiv seit den 1950er Jahren. Mindestens 2,5%, im Durchschnitt plus 4,2%. Und da waren wir heute auch. Limit up teilweise bei den US-Futures, aber dann ging es eben wieder runter. Und das liegt daran, dass der entscheidende Bereich derzeit nicht mitspielt, nämlich die Schulden. Ich hatte es vorhin erwähnt. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal chronologisch an. Was wir hier sehen, ist die Unternehmensverschuldung in den USA und die steigt und ist gestiegen und gestiegen, geht parabolisch nach oben. Wir sind in Richtung 10 Billionen Dollar, die die US-Firmen verschuldet sind. Und das große Problem heute nach meiner Auffassung bei dieser Rallye ist, dass die Junk Bonds, die gestern panikartig abverkauft wurden, wie auch Energiewerte, schwächer bonitäre Energiewerte, panikartig abverkauft wurden, haben teilweise die Hälfte ihres Wertes verloren an einem einzigen Tag. Und hier sehen wir, dass da keinerlei Beruhigung im Junkbond-Markt gekommen ist. Heute Junkbonds sind ja Unternehmen, die ein Profi-Investor eigentlich gar nicht mehr investieren kann, weil die Bonität so schlecht ist, weil das Ausfallrisiko solcher Anleihen, die diese bonitätsschwachen Firmen emittieren, eben sehr, sehr hoch ist. Das kann man sich eigentlich nicht leisten. Und das ist vielleicht das entscheidende Thema heute. Schauen wir uns mal diese Grafik an. Hier sehen wir HY, das ist für High Yield, also Junk Bonds. Und hier sehen wir, dass die Risikoprämien mithin, also die Renditen, der Abstand, der Spread zu den US-Staatsanleihen deutlich weiter gestiegen ist heute. Und wir sehen, der S&P hat sich erholt. Aber hier die Kurse der High-Yield-Bonds sind weiter gefallen. Und das ist ein Warnzeichen nach meiner Auffassung. Denn das ist jetzt das große Thema. Klar, der Mover, der Erstauslöser ist das Coronavirus. Aber damit ist etwas offensichtlich geworden. Nämlich plötzlich ist die Ebbe da und man sieht, wer nackt gebadet hat, wer zu viele Schulden hat, wer möglicherweise jetzt ein Problem bekommt. Und diese Probleme sind nicht ungravierend, denn wir sehen, dass diese Firmen insgesamt immer mehr Schulden aufgenommen haben, 46,4% derzeit des US-BIPs, absolutes Allzeithoch. Und das führt übrigens dann auch dazu, dass wir jetzt einen Rückgang der Buybacks, der Aktienrückkäufe in den USA haben im Februar und möglicherweise dürfte das noch im März etwas krasser werden, weil die Firmen sich jetzt sagen, Leute, die Zeit ist schwierig, wir halten unsere Liquidität zusammen. Das war ja der große Volkssport sozusagen der US-Unternehmen, war die eigenen Aktien zurückzukaufen, damit die Aktionäre zu beschenken. Man wusste ja gar nicht, wohin mit dem Geld. Also hat man mal die eigenen Aktien gekauft, damit das Angebot verknappt, aber das dürfte jetzt etwas weniger werden. Und der Grund dafür, gerade im Energiesektor, ist, dass jetzt eben die Bonds dieser Unternehmen so stark gefallen sind wie seit 1994. Und die Anleihen, die spielen praktisch schon ein Szenario, als wären die out of money, als wären die schon faktisch pleite. Und das Problem ist, dass sie auch teilweise richtige Liquiditätsprobleme haben, weil viele Banken wie etwa Goldman Sachs jetzt sehr zögerlich sind, diesen Unternehmen Kreditlinien zu verlängern etc. Das ist das große Thema und es ist eben auch das Thema, das gestern so reingeschlagen hat, warum die Märkte so panisch reagiert haben auf den Ölpreisabsturz, ist, weil eben aus dem Energiesektor der Hauptteil dieser Junkbonds kommt. Es ist also mit Abstand der größte Teil oder der größte Teil des Kuchens, der hier in diesem Energiesektor ist, also jene Unternehmen, die ohnehin Probleme haben. Der ganze Energiesektor in den USA war ja vorher schon sehr, sehr schwach auf der Brust, hat sich viel schlechter entwickelt als andere Unternehmen. Da hat der ein oder andere vielleicht schon eine Ahnung gehabt. Jedenfalls ist es so, dass wenn wir so in dieser 30-35er-Zone sind bei Öl, die allermeisten Fracker zum Beispiel unrentabel sind und das ist natürlich dann eine Geschichte, die Kreditbedingungen haben sich maßgeblich verschärft, die Liquidität sitzt nicht mehr so locker, Kredite werden nicht verlängert, gleichzeitig bricht der Cashflow weg, weil eben
durch das Coronavirus schon mal viel weniger Öl gebraucht wird, weil der Ölpreis wegen des Krieges zwischen, in Anführungszeichen, zwischen den Saudis und den Russen fällt und so, entsteht das, was da entsteht. Die Hoffnung war dieser Rallye, das, was Donald Trump gestern gesagt hatte, wir werden Stimulus machen, Tax Cuts, aber es hat sich dann erstmal gezeigt, vielleicht zeige ich das mal hier zuerst, da hat ein Insider gesagt, nämlich Eamon Javers, der sehr nah am Weißen Haus ist, ein CNBC-Korrespondent, hat gesagt, naja, er hat mit Leuten aus der Trump-Administration gesprochen, die haben gesagt, das ist völlig unausgegoren, das hat der Trump mal so eben dahin gesagt, wir sind noch gar nicht so weit, hier wirklich Konkretes beschließen zu können. Heute hat Trump ja eine Pressekonferenz gegeben und gesagt, wir werden den Airlines helfen, den Kreuzfahrtanbietern helfen, aber das ist eigentlich zu wenig. Und jetzt ist vielleicht auch ein Grund dieser zwischenzeitlichen Rallye, wir sind zunächst sehr massiv nach oben gelaufen an der Wall Street, dann ins Minus gelaufen, dann wieder nach oben gelaufen nach einem Bericht des Wall Street Journal, das gesagt hat, dass man eine 90-Day Suspension of Payroll Taxes, also praktisch 90 Tage lang die Lohnsteuer außer Kraft setzt. Das hat den Märkten gefallen, aber schauen wir uns mal die Aussagen von Donald Trump an in der Chronologie. Januar, 22. Januar, wir haben alles unter Kontrolle, alles ist gut. 28. Februar, ja, das Virus wird eines Tages verschwinden. Es ist wie ein Rätsel, es wird einfach dann verschwinden. 6. März, ich mag die Zahlen, die wir derzeit sehen, weil die Leute eben nicht mehr reisen, sondern viel mehr Geld in den USA ausgeben. Und gestern die Aussage, we are going to be discussing relief, substantial relief. Wir werden also maßgeblich versuchen, Unterstützungen zu leisten. Also bei Trump sieht man so ein bisschen wie, wir haben alles im Griff, überhaupt kein Problem, die Geschichte immer weiter gekippt ist. Klar, wir sind jetzt an den Aktienmärkten, die panisch reagiert haben, gar keine Frage, natürlich deutlich überverkauft. Aber es geht eben um Enthebelung und Enthebelung kann länger dauern, als die Liquidität der Bullen gemeinhin reicht. Hier sehen wir, dass die an der CBOE, dass wir jetzt im Grunde ein Put-Call-Ratio haben, das extrem ist. Also alle sind abgesichert mit Puts, die Instis, die institutionellen Player, die müssen Puts praktisch sich ins Depot legen, um die Verluste in den Aktiendepots aushalten zu können. Wir haben jetzt praktisch ein Niveau, wie wir es dann nach dem Dezember 2018er Crash hatten. Aber jetzt ist die Lage eben fundamental ein bisschen anders. Wir sehen einen Fear and Greed Index, der auf extremstem Niveau ist, hantiert. Was für eine andere Welt noch vor ein, zwei Monaten. Da war das Put-Call-Ratio so gering, da hatte also keiner Puts. Da hatte keiner Angst, da war der Fear and Greed Index extrem und jetzt sehen wir, wie sich all das in rasender Schnelle geändert hat und dementsprechend volatil sind dann auch die Märkte. Vielleicht hier noch ein interessanter Punkt, hier sehen wir den S&P 500, beziehungsweise genau, den S&P 500 und hier sehen wir die Fed-Bilanz. Das war eine Zeit lang das Mantra, steigt oder wächst die Fed-Bilanz, dann steigt der S&P und umgekehrt. Das hat sich jetzt völlig entkoppelt. Die Lehre daraus ist, man kann ein Virus nicht mit Liquidität ersäufen. Das ist vielleicht das große Problem. Schauen wir uns die Charts an. Was wir hier sehen ist, der Dow Jones hält sich jetzt an der 24.000er Marke um und bei. Wir sehen, dass wir hier diesen Versuch gemacht hatten in Richtung 25.000, sind wir erstmal gescheitert, sind jetzt schon wieder 1.000 Pünktchen tiefer. Es ist Wahnsinn, was da eigentlich so läuft. Jetzt hier diese Zone da bei 23.700, das ist eine Zone der Kontrolle. Wer wird da die Macht übernehmen? Schaffen es die Notenbanken, die Politik sozusagen hier nochmal irgendwie Signale zu geben, die ein bisschen Vertrauen in die Märkte reingeben können? Wir sehen, dass der S&P 500 bei 2770 ist. Vorhin großer Kampf so in dieser Zone 2800, das ist die relevante. Wir sehen, dass der DAX nach wie vor große Schwierigkeiten hat. Da sehen wir überhaupt keine grüne Kerze, so wie bei den Amis. Der Index heute auf Kassabasis im Minus. Wir sehen Euro-Dollar, der weiter nach unten kommt, nachdem wir ja in Panikhoch schon bei der 1,15 waren, jetzt 1,1315. Wir sehen Gold bei 1600 knapp bis 57 und das amerikanische Crude Oil, das jetzt so ein bisschen wabert um die 34er Marke, aber eben auch nicht so den ganz großen Befreiungsschlag macht, um dieses Gap vielleicht mal in Richtung 40 wieder zuzumachen. Also es geht um die Schulden, es geht um die Junk Bonds, das ist der entscheidende Trigger nach meiner Auffassung. Wenn da Ruhe reinkommt, dürften auch die Aktienmärkte entspannen, wenn die Panik da weitergeht, weil man sich denkt, Ausfall, Kaskade von Krediten, dann wird es auch für die Aktienmärkte weiter eng. Ich wünsche Ihnen erst einmal einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und